Zugeschaltet aus Bonn ist mir jetzt der Virologe und Weltwissenschaftsexperte Professor Hendrik Streeck. Einen schönen guten Morgen aus Berlin ins Universitätsklinikum Bonn. Schönen guten Morgen, Herr Reupert. Der Bundestag debattiert heute hier im politischen Berlin. Es geht um eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen Corona. Wie ist denn Ihre Position dazu? Ja, also ich habe ja auch häufig schon gesagt, dass ich ein Impffan bin und auch gegen Corona alle drei Impfungen natürlich habe und ja auch natürlich auch gut vertragen habe und auch weiter für Impfungen werbe. Trotzdem sehe ich eine Impfpflicht sehr skeptisch und das hat mehrere Gründe. Zum einen können wir nicht vorhersagen, was für Varianten noch kommen werden und wie häufig man boostern muss, wie häufig man die Impfstoffe vielleicht auch anpassen muss. Zudem können wir die Schutzdauer und Schutzwirkung überhaupt nicht vorhersagen bei potenziellen neuen Varianten, haben ja schon Probleme zu sagen, wie gut ist eigentlich die Wirkung jetzt noch im Herbst von den Impfstoffen. Daher sehe ich eine Impfpflicht sehr skeptisch, sondern man sollte vielmehr durch gezielte Ansprache versuchen, die Leute zu erreichen, die noch nicht geimpft sind. Im Grunde geht es ja auch um eine Schutzquote. Ist jemand geschützt oder nicht? Hat jemand Antikörper im Blut? Und dazu bräuchten wir erstmal eine gute Erfassung in Deutschland, also wer eigentlich Antikörper hat und wer nicht. Eine umfassende Erfassung haben wir auch, was die Infektionszahlen angeht. Die sind laut RKI so hoch wie wohl noch nie. Woran liegt dieser Anstieg, Herr Streeck? Nun, das ist wie wahrscheinlich meistens in diesen Wellen, die wir gesehen haben, ist das multifaktoriell. Wir haben zum einen im Frühjahr immer oder meistens für heimische Coronaviren so eine Doppelspitze. Das hatten wir auch letztes Jahr mit SARS-CoV-2. Da hatten wir erst den Abfall und dann kam plötzlich die dritte Welle und dann wieder einen Abfall. Also dieses Phänomen kennen wir schon seit ein paar Jahren, dass es diese Doppelwelle im Frühjahr gibt. Zusätzlich breitet sich aber die BA2-Subvariante von Omikron aus, die rund 30% ein bisschen besser übertragbar ist als die BA1-Subvariante. Das kann eben auch noch der zusätzliche Effekt sein. Als dritter Faktor kann es natürlich sein, dass wir ein bisschen lockerer geworden sind, dass wir auch mehr wieder gefeiert haben. Aber das sind so Dinge, die man dann sehr schnell auseinanderdividieren kann. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Omikron-Untervariante BA2. Wie viel Sorge muss die uns machen? Wie müssen wir uns darauf einstellen? Ansteckender, aber ungefährlicher? Nein, man kann sie eigentlich so begreifen, wie die BA1-Subvariante, also von der Pathogenität her, also von der krankmachenden Wirkung. Aber sie ist eben etwas leichter übertragbar und jeder muss sich vor Augen führen, dass es im Moment ziemlich leicht ist, sich zu infizieren. Da ist es besser, Maske zu tragen und Abstand zu halten. Das gilt vor allem im Übrigen im Privaten. Daneben finden wahrscheinlich die meisten Infektionen statt. Die Maske wird uns also noch eine Weile erhalten bleiben. Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist das wirklich notwendig. Ich bin nachher auch im ICE, 4 Stunden bis nach Köln, die ganze Zeit die Maske auf. Muss man das wirklich machen oder kann die Bahn sagen, okay, wir fahren das ein bisschen runter? Ich glaube, es ist gut bei solchen hohen Infektionszahlen, das sind ja jetzt noch ein, zwei Wochen, bis die Infektionszahlen dann auch runtergehen, wir dann in den Frühling reingehen und es dann auch wirklich wieder ruhiger wird von Infektionszahlen. Da kann man das auch noch machen und sollte man das vielleicht auch noch machen, gerade im Hinblick von den enorm hohen Infektionszahlen. Aber wichtig ist, glaube ich, sich in Erinnerung zu rufen, die Hauptinfektionen finden zu Hause statt, sie finden nicht in der Bahn statt, sie finden nicht in den Geschäften oder ja in den Innenstädten statt. Daher ist es vor allem wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man, wenn man zu Hause feiert und etwas gelöster ist, dass man dann auch Abstand hält oder vielleicht sich doch einmal vorher testet. In diesem Kontext, den Sie gerade beschrieben haben, Herr Professor Streeck, findet jetzt wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz statt. Wo und wie können oder sollten jetzt Lockerungen her? Naja, wir haben ja die besondere Situation, dass das Infektionsschutzgesetz nach § 28a Absatz 10 ausläuft in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Das ist damals schon im Infektionsschutzgesetz festgehalten worden. Jetzt ringt man darum, wie man eben
ja da eine Überbrückung stattfindet. Ich glaube, wir müssen immer mehr auch das in die Bürger, in die Hände der Bürger zurückgeben und dass dann auch eine gewisse Eigenverantwortung eine Rolle spielt. Was ich mir aber vorstellen kann, dass man das, diese Maßnahmen bisher, also vor allem das Masketragen, noch bis zum 2. April weiterführt. Das ist auch im Gesetz ja festgehalten worden und macht bei solchen Infektionszahlen zumindest regional auch wirklich Sinn. Professor Hendrik Streeck, Virologe und Weltwissenschaftsexperte, vielen Dank für das Gespräch und einen herzlichen Gruß ins UKB nach Bonn. Vielen Dank.